Refugees welcome. Dieser Leitsatz wird im Franziskusinternat Fossenack großgeschrieben. Seit September sind hier 9 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge untergebracht. Es war die Idee von Pater Daniel Zischer. Als dieser von der schwierigen Situation der Flüchtlinge hörte, fällte er den Entschluss. Wer, wenn nicht wir, nehmen diese jungen Menschen auf, bieten ihnen Raum, bieten ihnen Heimat, eine Perspektive und vor allen Dingen Sicherheit. Denn die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die über tausende Kilometer sich auf den Weg gemacht haben, um in Sicherheit zu sein, sollen eben auch diese Sicherheit erfahren dürfen. Die Jugendlichen sind zwischen 13 und 17 Jahre alt. Jetzt leben sie gemeinsam mit den deutschen Schülern im Internat. Zusammen gestalten sie hier ihre Freizeit. Im Mittelpunkt steht die Integration. Es ist so, dass die ja gerade erst angekommen sind und die noch in der Findungsphase sind, auch untereinander. Manche Flüchtlinge kennen sich aus Aachen. Die Berührung mit den Internatsschülern ist noch recht verhalten, aber aufgeschlossen. Sie versuchen in Kommunikation zu treten, die Deutschkenntnisse sind einfach noch nicht so ausgeprägt. Die Flüchtlinge kommen aus verschiedenen Ländern, Afghanistan, Guinea und Syrien. Untergebracht sind sie in Einzelzimmern, die Möbel extra angefertigt von Häftlingen der JVA Rheinbach. Das Internat Fossenack ist katholisch, missioniert werden sollen die Flüchtlinge aber nicht. Eigens für sie haben die Ordensbrüder einen muslimischen Gebetsraum eingerichtet, als Zeichen des interreligiösen Dialogs. Franz von Assisi selbst hat ja den Sultan besucht. Es ging damals um die Kreuzzüge, um diesen sinnlosen Krieg der Religionen, um das aufzugreifen. Und daraus ist der Dialog zwischen den Franziskanern und den Muslimen entstanden. Und das ist bis heute so. Und deswegen war es mir auch wichtig, dieser Religion, den Muslimen, gerecht zu werden, dass sie einen eigenen Gebetsraum haben, um eben ihre Religion ausüben zu können, hier vor Ort, aber auch in Anbindung an die muslimischen Gemeinden in Düren und Aachen.